Du machst es irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann. Man fragt dich wirklich jedes Mal, tritt das Virus in Erscheinung nach deiner Expertenmeinung. Und Karl, ist es irgendwie fatal, jeden Tag hast du eine Strähne, muss ins TV als Panik, Sirene. Oh Karl, du warst nicht gerade die erste Wahl, suchte sich die Ampelkoalition, einen Ersatz für Mutti süßen Sohn. Geht die Prognose erstmal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom, das Mund verklose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch alle bei Markus Lanz gesehen. Karl, das ist nicht gerade ideal. Ich weiß schon morgens ganz genau, ich sehe dich heute wieder öfter als meine Frau. Karl, ich denke mir so manches Mal, wärst du nicht so oft am Flennen, würden die Weiber dir die Bude einrennen. Oh Karl, die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total und so musst du nicht mehr klagen und ständig deine Meinung sagen. Geht die Prognose erstmal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund verklose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Dein Wortgewicht. Karl, verschon uns doch mit dieser Qual, denn dein Bart macht uns krank. Geh zurück auf deine Hinterbank. Oh Karl, mir ist schon alles ganz egal, du verfolgst mich Schritt auf Tritt und bringst den Drosten auch noch mit. Oh Karl, ich sag es ein für alle Mal, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Lieber stecke ich mich freiwillig mit Corona an. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund verklose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch alle im Fernsehen gesehen. Dankeschön.